So, weiter geht's. Wieder zu Professor Hackett. Wie schön, Sie zu sehen. Wer hat das gesagt? War das das Gemälde hier? Ignatia Wildsmith? Oh, die Toiletten. Ach so, wir können die Spülung ziehen. Ich dachte, wir können hier einmal unser, ja, dringendes Bedürfnis erledigen. Gibt's hier irgendwas? Wow. Irgendwas? War hier gerade irgendwas? Okay. Oder hat die Truhe hier die Geräusche gemacht? Ist hier was im Schrank drinne? Revelio. Können wir hier noch irgendwas anmachen? Okay, dann... Was haben Sie jetzt vor? Jetzt gehen wir zu Professor Hackett. Oder wir gehen nochmal in die... Ah, ist das hier die Damentoilette? Oh. Auf der Damentoilette gibt es einen Zylinder. Okay. Welcher männliche Zauberer hat sich denn auf die Damentoilette verirrt und hat hier seinen Zylinder vergessen? Oh. Das ist ja cool. Wird hier viel Safttrank gebraut? Das ist ein cooles Easter Egg. Wenn es ein Easter Egg sein soll. Weil ich glaube, damals im Film haben die auch den Vielsafttrank auf der Damentoilette. Ich weiß nicht, ob sie den da gebraut haben. Zumindest haben sie ihn da genommen. Da treibt wahrscheinlich wieder hier Peeves hier sein Unwesen. Okay. Revelio. Ist irgendwas versteckt? Erstmal nicht. Na gut. Gehen wir weiter. Revelio. Ah, ich habe schon wieder was gehört. Es wird lauter. Ah, hier. Sehr gut. Fenster mit einem schlangenartigen Tierwesen. Auch wenn die Slytherins gerne glauben, dass das Fenster ein Tribut an den Gründer ihres Hauses ist, ist es tatsächlich ein schlangenartiges Tierwesen, das sich um einen Baum windet, der aus dem Mund des legendären grünen Mannes. Wer ist der legendäre grüne Mann? Wie weit hoch geht das Fenster denn noch? Ist es da zu Ende? Das geht ja noch weiter hoch irgendwie. Das ist da gar nicht zu Ende. Okay. Ziemlich großes Fenster. So. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Aber sicher doch, wir können hier einen kleinen Zwischenstopp einlegen und unser Razenobia helfen. Was ist denn dein Problem? Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak,
Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Warum hassen dich denn alle? Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Das klingt nicht so interessant tatsächlich. Koboldsteine hören sich erstmal interessant an, aber das klingt eigentlich furchtbar, wenn man danach mit stinkender Flüssigkeit bespritzt wird. Okay, aber erstmal Koboldsteine, interessant. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein, nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Das hätte ich nicht gemacht. Also ich hätte vielleicht die Meinung gesagt, dass das doch nicht so toll ist, wenn man jemanden mit stinkender Flüssigkeit bespritzt, auch wenn man nur ein Spiel verloren hat. Aber andere Sachen einfach klauen und wegnehmen, das ist nicht nett. Da haben sie ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Weißt du denn, wie man sie bekommen kann? Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Hast du keine Freunde? Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Nati ist auf jeden Fall nett. Aber wir würden natürlich auch gern dein Freund sein. So. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Jede Menge Koboldsteine. 6 Stück. Okay. Gucken wir mal auf die Karte. Oh, die sind ja wirklich weit verteilt. So. Haben wir einen Hinweis? Okay, das ist unsere Hauptquest. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja. An hohen Orten in der Schule. Ich sitze gern nach einem langen Tag im Gemeinschaftsraum am Feuer. Wieder hier zurück? Da oben. Akio! Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. So. Da ganz oben ist noch einer. Okay, ich glaube, das wird doch relativ einfach. Hier im Turm müsste irgendwo einer sein. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Da haben wir noch einen. So, wo ist der nächste? Hier wieder runter? Ah, da haben wir schon den nächsten. Oh. Da haben wir schnell noch eine Handbuchseite.
ergattern können. So. Revelio. Hier hat es auf jeden Fall auch wieder einen Ton gegeben. Ah, ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Oh. Das wäre dann wohl hier irgendwo. Was haben wir denn überhaupt hier? Okay, was haben wir hier? Fragezeichen plus Schlange plus 2 ist 14. Null und 1. Vielleicht müsste dann hier eine 3 hin bei doppelten Fragezeichen. Und wir haben hier gerade einen Zettel gefunden. So. Bei Sammlung? Vielleicht? Okay, schon mal nicht bei Sammlung. Wo ist Inventar? Ah! Lehrbuchseite. Ansehen. Okay, hier haben wir die Zahlen zu den einzelnen. Zwei Fragen. Okay, das müssten wir uns theoretisch gesehen merken. Und dann können wir vielleicht sogar das Rätsel lösen, wie wir da an die Tür reinkommen. Ich weiß nur noch nicht, ob wir alle Informationen haben, weil es gab ja noch eine Tür. Da ist ein Fragezeichen, das wird das obere sein. Und hier sind zwei Fragezeichen, das wird das untere sein. Also gehen wir mal davon aus, dass wir da unten eine 3 suchen. Und die 3 wäre dann im Prinzip die Schlange. Lass mal hier gucken, was haben wir hier? Okay, machen wir mal hier so eine Schlange hin. Das wäre die Schlange. Und ein Fragezeichen, das wäre dann 2, das wäre dann 5, dann bräuchten wir hier eine 4 bei einem Fragezeichen. Und eine 4. Eine 4 wäre dann die Eule. Das hier, oder? Können wir mal gucken. Inventar. Ah, das war das Falsche. Das ist der richtige Zettel. Genau, diese Eule ist die 4 und die Schlange die 3. So. Aber das würde ja hier wiederum gar nicht passen, oder? Wenn wir hier... ist gleich 14. Plus, plus. Also alle müssen wir auf jeden Fall zusammenzählen. Aber wenn hier das eine Fragezeichen auch eine 4 wäre, dann hätten wir hier zu wenig. Aber vielleicht ist es auch nur ein Beispiel. Wir gucken mal. Können wir hier öffnen? Sehr nice. Wir können den Raum öffnen. Riesiger Tisch. Revelio. Was gibt's hier? Eine Truhe. Silberne Brille. Hier geht's noch weiter. Okay. Alles klar. Okay, dann... ich denke mal, das sollten wir doch hinbekommen. So, ich habe jetzt gerade mal ein Foto gemacht von dem Bild. Da kann ich das besser sehen. Also hier brauchen wir
Was brauchen wir hier? Wir haben eine 6, dann haben wir eine 5. Das obere ist eine 5. Okay, da haben wir 11, dann bräuchten wir noch eine 5. Das heißt... Nein, Moment. Wir bräuchten eine 6. So, eine 6. Und eine 6 ist dieser komische Salamander oder Gecko. Ich glaube, ich habe gerade dran vorbei gedreht. Da ist der Gecko. So, und hier haben wir was? Hier haben wir dieses krakenähnliche Tier. Das haben wir, das ist eine 7. Das heißt, unten haben wir eine 0. Das heißt, wir bräuchten eine 1. Und eine 1 wäre im Prinzip dann das Einhorn. So, oder? Sehr gut. Nietenhandschuhe. Mondkalbstatue. Revelio. Okay, das ist auf jeden Fall cool gemacht mit den Rätseln. So, einmal enthüllen. So, hier haben wir eine 13. Und dann haben wir eine 0. Und dann fehlt uns noch eine 5. Und die 5 war dann... wie dieses komische Tier, wo ich den Namen gerade nicht kenne. Aber... dieses hier. So. Und jetzt haben wir nochmal eine 5 oben. Das heißt, es fehlen noch 10. Und dann haben wir wieder den Gecko oder Salamander. Der ist eine 6. Das heißt, es fehlen noch 4. Und die 4 war wieder die Eule. Sehr nice. Jetzt können wir dann wahrscheinlich auch unten das andere Rätsel lösen, was wir noch gefunden hatten. So, ein Teleskop. Und hier wird ein Brief geschrieben. Oh. Ein Hut. Okay, haben wir noch was? Da, hier haben wir noch eine Tagebuchseite. Oder Handbuchseite. Unterrichtsraum Arithmatik. In diesem Unterrichtsraum lernen Schüler die magischen Eigenschaften von Zahlen und Numerologie. Die meisten von ihnen entscheiden sich allerdings dafür, auf der Schulbank Mondkälber zu zählen und dabei einzudösen. Die Mathematik findet hier statt. Okay. Sehr, sehr geil. Cool, dass wir jetzt das Rätsel doch schon lösen konnten. Okay, jetzt brauchen wir noch die 3 Koboldsteine. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, da sollten wir nachsehen. So, Koboldsteine. Halt, Moment. Da irgendwo. Aber 107 Meter oder so, das ist noch ein ganz schönes Stückchen. Ich glaube, da müssen wir da drüben in den Turm hoch. So. Das kommt der Sache hier schon näher, denke ich mal. Okay, noch 40. Oh, den können wir auch aktivieren. Lumos. Grüner Hintergrund mit relativ, oder grüne Tapete mit relativ vielen Bildern und 2 Laternen und so einer Treppe, so einer runden. Das ist doch direkt hier, oder? Hier ist die Treppe. Da! Sehr schön. Lumos. Dann nehmen wir dich doch gleich mal mit.
Das läuft ja wie am Schnürchen hier mit den Rätseln. So, einmal rein mit dir. Die nächste Handbuchseite. 12 von 15 haben wir schon. So, und dann jetzt aber wieder nach oben. So. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Stein Nummer 1. Oder Nummer 4 ist es ja schon. Da müssen wir auch noch hoch. Oh, hier konnten wir auch, glaube ich. Sehr gut. 13 von 15. Akio. 14 von 15. Also, besser kann es ja gar nicht laufen. Jetzt haben wir fast alle 15. Wow, ist das hoch. Oh. Das ist ja cool. Hier erscheint eine Treppe. Das finde ich sehr geil. Genau wie in den Filmen, dass die Treppen sich einfach aufbauen. Oh, was haben wir hier? Oh, hier haben wir nichts zum Drehen. Das heißt, wir müssen hier die... Ah, die sind an der Säule. Okay, das müssen wir hier... Wir müssen auch wieder runter. Aber wir gucken nochmal schnell auf den Zettel. Wir brauchen hier... So. Ach, ich hatte ja ein Foto gemacht. So. Also, was haben wir hier? Wir haben die dreiköpfige Schlange oder Hydra. Da haben wir eine 3. Und dann haben wir unten noch diese andere Schlange mit diesen relativ vielen Köpfen. Das wäre eine 9. Das heißt, wir haben 12, uns fehlt eine 7. Und die 7 wäre dann wieder dieses komische krakenähnliche Tier. Dieses hier. Jetzt ist die Frage, hier fehlt uns... So, was haben wir da oben abgebildet? Das ist dieser Geißbock oder irgendwas, was wir da haben. Die 2, also haben wir 17, das heißt, wir brauchen noch eine 6 und eine 6 wäre wieder der Gecko. Ich guck mal kurz, ob wir hier vielleicht... Oh, fast wären wir runtergefallen. Ob der hier unten vielleicht war, irgendwo. Vielleicht ist er aber auch oben. Okay, hier kann ich erstmal nichts erkennen. Dann laufen wir mal weiter hoch. Vielleicht finden wir oben den Stein zum Drehen. Nein, da! Dort ist er. Okay. So, das müsste es gewesen sein. Und was haben wir hier? Noch irgendwas hier drin? Okay, das war's. Dann... So... Zwei Koboldsteine fehlen noch. Noch höher. Haben wir noch eine Treppe für uns? Sehr gut. Wie weit hoch geht's hier denn? Das könnte jetzt ein Problem darstellen. Hier ist Ende. Revelio. Akio. Der müsste auf dem Dach sein, tatsächlich. Kommen wir da vielleicht erst hin, wenn wir... auf dem Besen?
fliegen können? Weil der ist ganz klar auf dem Dach. Haben wir irgendwelche Möglichkeiten? Hier sind zwei. Aber der ist definitiv viel weiter. Da kommen wir noch nicht hoch. Das ist dieser hier. Und der andere müsste hier oben drüber sein. Revelio. Ich höre hier definitiv was. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass wir hier nicht rankommen. Es wird lauter. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. So. Revelio. Haben wir hier irgendwas? Es wird halt immer lauter. Aber hier ist definitiv Ende. Okay, ich befürchte, wir brauchen einen Besen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde die Quest gerne zu Ende machen, aber vielleicht können wir das ja auch noch nicht. Oh, vielleicht können wir es doch. Hier geht eine Treppe nach oben. Jetzt hätte ich beinahe aufgegeben. Revelio. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Trophäenraum entdeckt. So, eine neue Handbuchseite. Diese ungewöhnliche Rüstung wurde für einen Troll gefertigt. Dass sie erhalten geblieben ist, grenzt an ein Wunder, denn Trolle tragen normalerweise keine Rüstung. Und würden sie verständlicherweise ihr in ihrer Verwirrung oder Wut zertrümmern. Eine Trollrüstung, ja, so ein Troll mit so einer Rüstung möchte ich tatsächlich auf jeden Fall nicht begegnen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Da ist der Stein. So, und jetzt fehlt der letzte. Der muss hier irgendwo sein. Irgendwo in diesem Bereich. Können wir vielleicht einfach... Okay. Da! Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Sehr gut. Oh. Revelio. Neue Handbuchseite. Oh, der Feuerkelch. Ruht in dieser uralten, mit Juwelen verzierten Truhe. Er fungierte seit der Gründung des Trimagischen Turniers im späten 13. Jahrhundert als Mittel zur Auswahl des der Champion für das Turnier. Oh, da kann ich mich dran erinnern. Sehr nice. Gibt's hier noch was? Hier hinten. Oh, Preis für Kräuterkunde. In Anerkennung beispielhafter Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kräuterkunde verleiht Hogwarts diese besondere Auszeichnung an Mirabelle Garlic, Hufflepuff im 7. Jahr. Von Alraun über Mistelzweige und Bubu Tulban bis hin zu springenden Knollen. Ihre Arbeit mit der Pflanzenwelt hat alle Erwartungen übertroffen. Okay, sehr schön hat sie das gemacht. Revelio. Da haben wir auch noch was. In diesem Raum befinden sich der Hauspokal, Quidditch-Trophäen, Duell-Trophäen und andere Auszeichnungen, die von der Schule vergeben werden. Man findet hier oft Schüler, die etwas angestellt haben und das Silber polieren müssen, um an den Wert harter Arbeit erinnert zu werden. Okay. Und hatte ich hier noch eine gesehen? Hier ist auf jeden Fall noch eine Truhe.
Meine Ausrest... Oh, das ist aber schlecht. Können wir die... Können wir irgendwas ablegen? Nicht Erscheinungsbild? 20 von 20, kann ich hier irgendwie... Muss ich den verkaufen? Verkaufswert 0? Ah, zerstören. Zerstören geht auch. Ich glaube, diesen Standard brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das heißt, wir werden den hier mal vernichten. So. Okay, dann müssen wir unsere Ausrüstungsgegenstände mal angucken und dann müssen wir vielleicht auch mal ein paar verkaufen. So, Umhang des Gelehrten. So. Dann laufen wir mal zurück zu unserer Lieben und geben ihr ihre Koboldsteine wieder. Aber cool, der Turm hier. Wir haben jede Menge Rätsel gelöst. Ich bin schon fast ein bisschen stolz drauf, was wir jetzt gerade alles in der Folge schon erreicht haben. Und wir haben vor allen Dingen einer Schülerin geholfen. Das ist super wichtig. So. Oh, die Treppe baut sich schon schnell auf. Von den Treppen könnte es aber ruhig ein paar mehr geben. Ich finde das mega cool, wenn da keine Treppe da ist und dann kommt auf einmal eine Treppe. Oder so eine Treppe, die vielleicht so von links nach rechts schwenkt, wo man immer abwarten muss, bis sie wieder an der eigentlichen Tür ist. Ich hoffe, sowas gibt es hier vielleicht auch noch irgendwo. Das wäre auf jeden Fall mega. Oh, Moment, ich habe gerade gesehen. Enthüllen. Oh nein. Ah, da ist eins. Und das ist das andere. Das können wir auch noch machen. Okay, was haben wir hier? Wir haben eine 1, dann haben wir eine Spinne, die ist die 8, also die 9. Das heißt, uns fehlt eine 4. Und die 4 wäre wieder die Eule. Die Eule. Und hier haben wir diese Hydra. Das ist eine 3, das heißt, wir sind bei 16. Uns fehlt eine 5. Und die 5 ist wieder, oder nein, die 5 ist wieder dieses bärtige Tier. So. Dran vorbeigescrollt. So, das müsste aufgehen. Einmal. Okay, wir müssen noch mal was zerstören von unseren Ausrüstungsgegenständen. So. Verkaufswert 30, 90, 200, 60. Oh, das ist ärgerlich. Ich möchte eigentlich nichts zerstören. 60, 30. Na gut. Machen wir einmal das weg. Und was können wir noch wegmachen? Vielleicht hier unser Standard-Outfit. Oh, das kann man auch für 60 verkaufen. Haben wir eine Standard-Mütze? 30, okay, dann die Mütze hier. So, damit können wir die Lederhandschuhe mitnehmen. Und hier hinten aus der Kiste den Umhang. So. Jetzt aber zurück. Meter noch zurück zu Zenobia. So. Hier runter. Ich glaube, sie wird sich mega freuen, dass wir ihre Steine wiedergefunden haben. Ich frage mich eigentlich gerade, ob das an der Tür ein Ladebalken war. Ob das vielleicht doch hinter der Tür noch so ein paar Sequenzen laden muss manchmal. Wenn wir irgendwo durchgehen und das damit vielleicht so ein bisschen die Ladeanimationen verschleiert wären. Aber es lädt ja doch relativ schnell. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Auf jeden Fall. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie.
Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Natürlich. Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, ob wohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Ah, ich weiß nicht. Großartige Idee. Das ist keine. Ich glaube, wir sagen hier diesmal lieber bloß nicht, weil jemanden stinkend zuspritzen ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Keine gute Idee. Diesen furchtbaren Gestank will niemand ein zweites Mal erleben. Warum nicht? Das macht so viel Spaß und jetzt kennen ja alle die Regeln. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Na, zumindest haben wir unsere Meinung gesagt. Ah, naja, Kinder. So, okay, wir verfolgen derzeit nichts. Wir müssen jetzt auf jeden Fall dann doch hierhin. So, den Feuerzauber erlernen. Nur 42 Meter bis da hoch. Ja, so.